Kolorektumkarzinom ist eine bösartige Erkrankung des Mastdarms. Ist die häufigste bösartige Erkrankung des Dickdarms überhaupt, also sehr häufig. Und ist eine Erkrankung, die häufig mit milden Symptomen auftritt. Blutbeimengung im Stuhl ist eine ganz häufige Symptomatik, aber auch Stuhlunregelmäßigkeiten zum Beispiel können ein erstes Zeichen sein für ein Rektumkarzinom. Also das Rektumkarzinom wird in Abhängigkeit des Stadiums des Rektumkarzinoms, wenn es ein Frühtumor ist, wird direkt die Operation durchgeführt. Wenn es aber etwas fortgeschrittener ist, die Organgrenze, so die Wand, die Darmwand schon etwas überschreitet oder mögliche Lymphdrüsen befallen sind, wird in der Regel eine Vorbehandlung zuerst durchgeführt. Das beinhaltet meistens eine Chemotherapie und eine Bestrahlung, was dazu führt, dass der Tumor schrumpft während der Zeit und die Ergebnisse in der Kombination zwischen der Vorbehandlung und der Operation dann besser sind, als wenn man nur operieren würde. Das Ziel der Behandlung beim Rektumkarzinom ist an allererster Stelle die Behandlung des Tumors und die Heilung vom Tumor. Das ist die allerwichtigste und oberste Prämisse der Behandlung. Das ist auch sehr häufig möglich und gerade in dem kombinierten Ansatz eben mit den verschiedenen Disziplinen gelingt uns das zum Glück sehr häufig. Trotzdem haben die Patienten mit gewissen Herausforderungen zu rechnen nach einer solchen Behandlung und nach der Entfernung des Rektums. Und das Ziel sollte aber sein, dass der Patient wieder kontinent ist, das heißt den Stuhlgang halten kann, dass er eine gute Funktion hat und dass er ein geregeltes Berufsleben und Privatleben wieder haben kann.